Ups. Hey, hey. GameCat hier. Willkommen zurück. Ja, die Sonne geht auf. Es wird langsam wieder ein bisschen schöner hier draußen. Und ja, wir haben uns jetzt den sämtlichen Segen abgeholt, haben ein bisschen gelevelt. Sind wir eigentlich aufgestiegen? Ich glaube schon, oder? Nee, sind wir nicht. Wo habe ich das denn her? Keine Ahnung. Egal. Aber wir müssten demnächst auch irgendwie Bogen lernen, weil. Gott, mit dieser Aber so Genauigkeit groß können war wir der uns eigentlich gleich Zombie-Minion, erschießen. Das dass ist er über das furchtbar. Land Also kam gerade wie. jetzt am Anfang, wo wir irgendwie noch eine leichte Knappheit haben, wenn es darum geht, ja, wie viele Pfeile wir haben, sollten nicht so viel daneben gehen. Torben! Wie steht es mit deiner Zustimmung, Meister? Hat dir Vatras seinen Segen gegeben? Ja. Und hast du dir auch den Segen eines Priesters Innos geholt? Ja, das habe ich. Ja, Dann für sollst du 10 auch meinen Segen Goldstücke. haben. Für welchen Weg du dich auch entscheiden magst, verrichte dein Handwerk gut, mein Junge. Dankeschön. Kannst du mir beibringen, wie man Schlösser knackt? Du hast Grittas Schulden bei Matteo bezahlt. Scheinst mir ein anständiger Kerl zu sein. Ich werde dir beibringen, was du wissen willst. Okay. Allerdings kann ich es nicht umsonst tun. Ich habe immer noch einen Haufen Schulden und brauche das Geld. Ja, Wie viel wie verlangst du? viel? 200 Oh! Gold. Vielleicht später. Vielleicht später. Du meine Güte. Aber kannst du mir Dietriche verkaufen? Mit darüber schon mal reden? Kannst du mir Dietriche verkaufen? Meinetwegen. Aber ohne dass du weißt, wie man damit umgeht, werden sie dir nichts nützen. Ja, ist ja egal. Ich will nur wissen, was du so hast. Okay. Behalte ich im Hinterkopf. Du meine Güte. Okay. Du meine Güte. Okay. Aber hey, wir haben auch für dich deine hässliche Orkwaffe, Kollege. Harad. 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 Hey. Hey, du. Na, geht doch. Was willst du? Hier. Ich habe die Orkwaffe, die du wolltest. Zeig her. Es ist lange her, dass ich eine solche Waffe in den Händen hatte. Damals war ich Soldat im Orkkrieg. Das waren harte Zeiten, das kann ich dir sagen. Hätte dir nicht zugetraut, dass du es schaffst. Ich bin beeindruckt. Kann ich bei einem anderen Meister als Lehrling anfangen? Du bist ein guter Mann. Ich werde dir meine Zustimmung geben. Brian wird noch eine Weile hier sein. Und es wird sich schon ein starker Bursche finden, der seinen Platz einnimmt. Ja, du schon mal nicht. Gut. So. Deine Zustimmung haben wir, deine und deine und deine. Deine brauche ich noch. Und. Gott, sorry, ich muss vorher ein bisschen an. So, jetzt aber. Hallo. Hey, du. Was willst du? Hier gibt's nichts umsonst und ich will dir auch nichts verkaufen. Ja, das will ich auch gar nicht. Ich bin auf der Suche nach einer Stelle als Lehrling. So, und bei wem willst du anfangen? Bei dir. Ich will bei dir als Lehrling anfangen. Bei mir? Nein. Ich hatte schon einmal das zweifelhafte Vergnügen, mich mit einem Lehrling herumschlagen zu müssen. Ich habe Jahre in seine Ausbildung investiert. Und am Ende hat der arme Narr sich selbst vergiftet. Wir fangen bei einem anderen Meister an. Okay. Also ich weiß, man könnte ihn jetzt fragen und dann will er, dass wir ihm so ein paar Sachen bringen. Es war auch ein Kronstöckel dabei und das will ich eigentlich nicht, aber ich habe es halt vorher noch nie gemacht. Also vielleicht sollte ich es mal tun. Was muss ich tun, damit du mich als Lehrling aufnimmst? Ich will nicht noch einen Dilettanten auf dem Gewissen haben. Es gibt eine Vielzahl von Kräutern, die in den unterschiedlichsten Variationen die unterschiedlichsten Wirkungen entfalten. Vermutlich kennst du nicht mal die Hälfte von ihnen. Hier, das ist eine Liste der wichtigsten Pflanzen. Bring mir eine Pflanze jeder Art und ich werde noch mal darüber nachdenken, dich als Lehrling aufzunehmen.
Ja, schön, 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 schön. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Wahnsinn! Mein Gott, hat dir viel Zeug. Ich suche Heilung. Ich suche Heilung. Wieso? Bist du verletzt? Ja. Ja. Du hast nicht mal einen Kratzer und ich habe Wichtigeres zu tun, als mit dir zu plaudern. Ja, okay, ja, dann halt nicht, dann halt nicht, dann halt nicht. Bitteschön, bitteschön. Ich kann kein Schlösser knacken, das ist auch wieder nur so ein Dekobuch. Meine Gedanken sind frei und sie waren gerade irgendwo in Richtung, ja, da könnte man einmal runter, aber eigentlich will ich dann erstmal noch nicht ganz runter. Ja. Okay, gut, gehen wir schon mal runter. Mein, können wir uns einfach nicht irgendwo hinlegen? Das wird mir hier langsam... Hey, du, warte mal. Du kommst mir bekannt vor. Was willst du? Irgendwo habe ich dein Gesicht schon einmal gesehen. Nein, 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 nein. Ach, richtig. Hier, dieses Bild haben wir bei ein paar Banditen gefunden, die wir vor einigen Tagen aufgegriffen haben. Das sieht dir ziemlich ähnlich. Anscheinend haben die Kerle dich gesucht. Nein, 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 nein. Nein, das muss eine Verwechslung sein. Bei mir ist alles in Ordnung. Ja. Ganz wie du willst, Fremder. Aber falls das doch deine Visage ist und falls du Probleme hast, dann lass sie außerhalb der Stadt. Wir haben hier schon genug Schwierigkeiten. Ja, ja. Und Fremde, die Ärger in die Stadt bringen, bleiben nicht lange in der Stadt. Ich hoffe, das war deutlich. Ich würde niemals Ärger machen. Wie ist die Lage? Zurzeit ist es ruhig. Nur die Banditen vor der Stadt machen uns Probleme. Was weißt du über die Banditen? Sie kommen alle aus der verdammten Minenkolonie. Aber es gibt etliche Splittergruppen. Einige haben sich in die Berge verkrochen und wieder andere haben sich dem Großbauer Ona angeschlossen. Mhm. Aber am meisten Probleme machen die Banditen, die sich in der Nähe der Stadt herumtreiben. Sie sind der Grund dafür, dass sich keiner der Händler mehr vor die Stadttore traut. Ja. Was weißt du über die Banditen, die den Händler Hakon überfallen haben? Ach, die Sache. Hör bloß auf. Soviel wir wissen, gehen eine ganze Menge der Händlerüberfälle auf ihr Konto. Peinlich. Diese Ratten haben sich in ihrem Loch verkrochen und trauen sich nicht mehr raus. Ich trinke mal einmal was. Konnten wir sie aufspüren und verfolgen. Aber im Wald vor der Stadt haben wir die Verfolgung abgebrochen. Da treiben sich zu viele Viecher rum. Das ist viel zu gefährlich. Was meint er mit Viechern? Noch eine Sache. Ein paar der gestohlenen Waren sind in Korinis aufgetaucht. Das heißt, sie wissen, wie sie die Ware in die Stadt bringen und sie verkaufen können. Ja, wir vermuten, dass sie einen Hehler in der Stadt sitzen haben. Sorry. Aber bisher ist es uns nicht gelungen, den Kerl zu erwischen. Falls du in der Sache was rauskriegen solltest, bei Lord André gibt's ein schönes Kopfgeld für den Hehler. Ich sehe nichts mehr, wir reden später. Also, wir reden später, bitte bleib mal da kurz stehen. Ich bin beschäftigt. Ich muss mich kurz... Es ist halt wieder so das gute alte Gothic-Feeling. Können wir eigentlich hier wenigstens... Oh mein Gott. Ja. Irgendwie fehlt mir da das Sizzling-Noise, aber wir... gehen sowieso erstmal schlafen. Wieso hat der eigentlich mehrere Betten? Und ich muss nochmal was in die Einstellungen, in den Einstellungen machen. Wo ist der Tag denn hin, bitte? Das ist mir alles so schnell gegangen. Hier, guck mal. 12 oder 6. Es macht halt doppelt so viel. Und gerade jetzt für den Anfang, wie ich jetzt schon ungefähr 20.000 Mal gesagt habe, ich möchte bitte kurz in die Einstellungen. Ich möchte kurz in die Steuerung. Nein, das meinte ich nicht. Weil für mich ist es halt so, dieses Ausweichen... Ja, Entschuldigung. Das ist neu für mich, aber ich werde mal versuchen, irgendwie damit zu arbeiten. Weil normalerweise ist halt irgendwie das Blocken eher so für mich. Aber hey, dann weichen wir halt aus. Wie schlimm kann das schon sein? Okay. Wow. So, dass kein Geräusch macht, weiß ich nicht. Okay. Reicht das? Nee, 16 Mal noch. Oh, du meine Güte. 1. Oh Gott. 2.
3, 4, 5 und so weiter. Okay, haben wir es jetzt? Mein Güte, ey, wieso bricht denn das dann ab, wenn ich noch gar nicht fertig bin? Auf jeden Fall der Typ da vorne, der hat auch nochmal was zum Handeln für uns. Womit denn? Ja, Gott sei Dank. So mit dir will ich nicht reden. Und jetzt noch nicht. Wetten, Pablo ist jetzt weg. Nee, das könnte... Ja, Pablo. Honey. Woher kamen die Banditen, die meinen Steckbrief dabei hatten? Aha. Es ist also doch deine Visage. Ja, und? Warum hast du das nicht gleich zugegeben, ha? Ja. Deswegen bist du gesucht. Ich weiß es nicht. Ehrlich. Ja, schon klar. Ich sag dir was. Wenn ich glauben würde, dass du mit diesen Banditen unter einer Decke steckst, hätte ich dich schon längst eingelocht, klar? Trotzdem werde ich mal besser bei Lord André über diesen Vorfall Meldung machen. Aber um deine Frage zu beantworten. Wir haben sie in der Nähe des Großbauern aufgegriffen. Aber sie sahen nicht aus wie Onas Leute. Ich denke, sie gehören zu einer kleineren Gruppe, die sich irgendwo in der Nähe von Onas Hof in den Bergen verkrochen hat. Aber wenn du vorhast, dahin zu gehen, muss ich dich warnen. Die Halsabschneider machen mit jedem kurzen Prozess. Ich werde es mir merken. Ja. Wie ist die Lage? Zurzeit ist es ruhig. Nur die Banditen vor der Stadt machen uns Probleme. Okidoki. Ja, wir müssen noch so einiges machen. Was willst du? Ich wollte mich hier mal umsehen. Und wo genau willst du hin? Er arbeitet auch den ganzen Tag. Nirgendwo. Eigentlich will ich nur hier mal kurz lang. Flup. Ich denke, ich bin... Ja, nein, hier möchtest du nicht rauf. Ist schon okay. Hey. Hey, du. Karl. Was wird dich in diese Arme geben? Karl. Was suchst du hier? Ich hab mich verlaufen. Dann pass auf, dass du nicht ausgeraubt wirst. Scheint nämlich so, als hätten wir ein paar Diebe in der Stadt, die den reichen Leuten ihren Krempel klauen. Die Stadtwache hat letztens das ganze Hafenviertel auf den Kopf gestellt, aber sie haben nichts gefunden. Nur kurz. Das so? Ich glaube, so muss es gehen. Was weißt du über die Diebe? Nichts. Aber alle Bürger haben Angst und sind misstrauisch geworden, vor allem Fremden gegenüber. Lass dich nicht in fremden Häusern erwischen, darauf ist keiner gut zu sprechen. Ja, vor Dieben muss man sich schützen. Am besten mit einem dicken Knüppel. Ja. Kannst du mir was beibringen? Ach, ich schmiede hier ein paar Beschläge und Nägel und repariere Eisenteile. Aber vom Schmieden von Waffen verstehe ich nicht genug, um dich zu unterrichten. Wenn du das lernen willst, dann geh zu Harad. Ja, der kann Waffen schmieden. Aber wenn du ein bisschen deine Muskeln trainieren willst, dabei kann ich dir helfen. Was willst du fürs Training haben? 50 Goldstücke und ich helfe dir dabei, stärker zu werden. Nö. Ich möchte auch gar nicht stärker werden. Hast du gesehen, wie der sich teleportiert hat? So, dann gehen wir mal hier in seine Hütte. Hey, Gnatz. Du kommst mir gerade recht. Ich suche noch einen Assistenten für ein magisches Experiment. Du willst doch bestimmt der Wissenschaft einen Dienst erweisen. Sicher! Sag mir erstmal, worum es geht. Ich habe einen neuen Zauber entwickelt. Einen Zauber des Vergessens. Ich konnte bereits einige praktische Anwendungen durchführen, aber mir fehlt die Zeit für einen abschließenden Test. Ich das gemacht. Na? Hä? Ah,
Warte. Ja, jetzt. Jetzt sind wir wieder drin. Entschuldige. Was habe ich davon, wenn ich dir helfe? Ich kann dir das Brauen von Tränken beibringen. Ich kenne die Rezepte von Heilungs- und Mana-Essenzen und Geschwindigkeitstränken. Erzähl mir mehr über das Experiment und den Zauber. Der Zauber dient dazu, dass der Betroffene verschiedene Ereignisse wieder vergisst. Bisher konnte ich nur feststellen, dass er funktioniert, wenn der Betroffene verärgert ist, also wenn er gerade bestohlen oder niedergeschlagen wurde. Okay. Auch wenn er eine solche Tat nur gesehen hat, wird er sie wieder vergessen. Heißt das, ich soll irgendjemanden niederschlagen und dann verzaubern? Das macht dann wohl nur Sinn, wenn derjenige nach der Schlägerei wirklich verärgert ist. Hier im Hafenviertel sind Schlägereien nichts Ungewöhnliches, also müsste ich mir schon woanders ein Opfer suchen. Ja, ich denke, du hast verstanden, worum es geht. Aber um jemanden zu verärgern, reicht es, wenn du ihn angreifst. Du musst ihn nicht niederschlagen. Bevorzugt dafür sind Leute, die alleine sind. Wenn noch weitere Personen anwesend sind, kriegst du nur Probleme mit Lord André. Und es macht wenig Sinn, den Zauber auf jemanden zu sprechen, der dich gerade angreift. Warte auf den richtigen Augenblick. Okay. Okay, ich teste den Zauber. Dann nimm diese Spruchrolle und such dir ein geeignetes Versuchsobjekt. Wenn du die Sache erledigt hast, komm zurück und erzähle mir, wie es gelaufen ist. Mach ich. Kannst du mir sagen, ob die Truhe da... Vom Schlösserknacken verstehe ich nicht. Ja, okay, wir kommen wieder, wenn wir... Also wir machen das... Ich habe da mehrere Leute im Sinn. Schauen wir mal. Ehrlich, ich habe selbst erlebt. Ein auch schleichen lernen, solche lustigen Sachen. Der erzählt ich früher auch immer. Hallo, Bürger. Eine Lady, Edda. Was kommst du da? Eine Fischsuppe. Sie ist nicht besonders würzig, aber wenigstens heiß. Du kannst gerne einen Teller probieren. Kannst du mir eine Suppe kochen? Ich koche für alle Leute. Auch für dich, wenn du willst. Du musst mir nur einen Fisch bringen. Finde ich schon. Was kannst du mir über die Stadt sagen? Die meisten Bürger der Stadt haben Angst vor Dieben. Deshalb ist es keine gute Idee, fremde Häuser zu betreten. Aber wenn du einen Platz zum Schlafen suchst, kannst du gerne in meiner Hütte schlafen. Ich habe noch ein Bett frei. Hast du keine Angst vor Dieben? Das einzig Wertvolle, was ich je besaß, ist mir schon genommen worden. Meine Innos-Statue wurde mir gestohlen. Ja, das ist einfach hinnehmbar. Edda? Ich weiß gar nicht, wie schnell die hier heftig verärgert. Guck mal, ich kann dir den Fisch bringen. Hier. Kannst du mir eine Suppe kochen? Nichts leichter als das. Hier, nimm einen Teller. Cool. Na was? Oh Gott. Also das finde ich noch schwerer. Nein! Du Mistkröte. Komm schon. Himmel, Herrgott. Ich wollte nur den Dolch. Und den ganzen Rest. Ich danke dir. Du hast ein Bett frei, hast du gesagt. Da gehe ich gerne mal rein. Ist die echt zu? Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ja. Gut. Dann gehe ich erstmal schlafen, lass ein bisschen Gras über die Sache wachsen. Okay, gucken wir mal. Na, Edda! Interessiert die gar nicht. Großartig, das sind mir die Liebsten. Ey, 80 Erfahrungspunkte haben oder nicht haben. Als Frau darf ich Frauen schlagen. Das hat er doch vorher. Hast du das gehört?
Habe ich noch gar nichts. Hörst du's? Ich hatte das nicht. Ich glaube ja nicht, dass das alles ist. Ja. Das sind die guten Jungs. Hallo. Hey, brauchst du Fisch? Bei mir bekommst du Fisch ganz frisch aus den Tiefen des Meeres. Also ganz ehrlich, ich mag Fische eigentlich nicht. Zeig mir deine Fische. Möglich ist alles. Wow. Fascinating. So, was haben wir hier für Leute? Ich wundere mich über gar nichts. Da sind wir vorhin lang gelatscht. Dann... Hey du, wo gehst du hin? Ganz egal, was du vorhast, dafür ist noch später Zeit. Sorry. Du stehst hier vor der Perle. Mein Kater hat mich erschreckt. Der roten Laterne. Das ist das verdammt nochmal schönste Bordell von ganz Nirvana. Seefahrer aus den entferntesten Ecken der Welt legen hier an, nur um ein paar Nächte in der roten Laterne zu verbringen. Und du hast jetzt die Chance, ja sogar die Ehre, eine Nacht mit Nadja, der leidenschaftlichsten Blüte der Götter, zu teilen. Komm rein! Und du wirst erleben, wovon andere nicht mal träumen können. Ja, aber ich habe jetzt keine Lust. So. Burger. Namo. Ist ja schon gut, du hast gewonnen. Was willst du? Du kennst dich hier im Hafen aus, oder? Klar doch. Wieso? Was sind denn für Gerüchte im Umlauf? Wir mögen es hier nicht, wenn zu viele Fragen gestellt werden. Besonders nicht von Fremden. Ich kann auch nochmal zuschlagen. Wieso sehe ich keine Miliz? Sie traut sich hier nicht hin. Wir nehmen die Sachen selbst in die Hand. Das ist ja schrecklich. Wie läuft der Schiffsverkehr? Das einzige Schiff, das in letzter Zeit hier angekommen ist, ist das Schiff der Paladine. Es legte drüben hinter dem Felsrücken im Südwesten an. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Du kennst dich hier im Hafen aus, oder? Klar doch. Wieso? Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Was sind denn für Gerüchte im Umlauf? Wir mögen es hier nicht, wenn zu viele... Ja, das haben wir doch gerade gehabt. Warum stelle ich die gleichen Fragen nochmal? Du kennst... Klar. Ja, mehr gibt's da gar nicht. Egal. Mo. Unglaublich. Nicht hilfreich. Cardiff. Wie sieht's aus? Wenn du was trinken willst, dann bestell dir was. Du kriegst doch bestimmt eine Menge mit. Und? Was geht dich das an? Ich habe immer ein offenes Ohr für Neuigkeiten. Hast du auch einen offenen Geldbeutel? Jede Information, die ich dir gebe, kostet dich 10 Goldstücke. Das habe ich schon immer. Warum soll ich mich denn noch? Das ist wirklich nicht mein. Okay, einverstanden. Du hast ein gutes Geschäft gemacht. Ich stehe dir jederzeit zur Verfügung. Von selbst ist er nicht darauf gekommen. Gib mir was zu trinken. Ich hätte auch 5 draus machen können, aber irgendwie mein Gehirn gerade ausgesetzt. Sag mir nicht, du hast das nicht. Ich kann dir meinen Krempel verkaufen. Soll ich mich denn noch alles erzählt? Alles, was ist doch alles nur Gerede? 11 Pfeile, wir haben noch 11 Pfeile, es waren 65. Irgendwer muss die Arbeit machen. Gar nichts mehr. Irgendwer muss die Arbeit machen. Soll ich mich noch alles kümmern? Kannst du auch haben. Milch kannst du haben, Wasser kannst du haben, nimm auch Wein, das ist mir alles egal. Müssen noch mal lesen, was der gute alte Mensch da alles haben wollte. Ich habe schon mal 2 Bilder von mir, das ist schön. Ein Hering. Knochen. Was für ein Gedöns hier aus. Ich brauch. Wo kann ich Arbeit finden? Hier im Hafenviertel wird dir kaum jemand Arbeit geben. Da musst du schon in die Unterstadt zu den Handwerkern gehen. Mhm. Aber wenn du eine gute Waffe schwingst, dann kannst du ja Alrik herausfordern. Er kämpft für Gold hinter dem Lagerhaus. Das liegt doch auf der Hand. Gibt es hier auch spezielle Arbeit, bei der ich schnell was verdienen kann? Was Spezielles also? Ich liebe diese Animation. Nagur, vielleicht kann er dir weiterhelfen. Hast du noch was Spezielles für mich?
Ich hätte da schon was. Ist allerdings nur interessant, wenn du ein Mann mit vielseitigen Talenten bist. Was hast du für mich? Nun, Zuris, der Trankhändler am Marktplatz, beherbergt zurzeit den Feuermagier Daron als Gast. Und? Er hat extra für ihn eine neue Truhe bei Torben, dem Tischler, anfertigen lassen. Angeblich hat dieser Daron eine ganze Menge wertvollen Kram mitgebracht. Aber von mir hast du das nicht gehört, klar? Natürlich. Natürlich, natürlich. Ich habe was anderes. Das wundert mich nicht. Das ist inzwischen jeder. Lass uns mal abwarten. Hey! Ach, erzähl mir nicht sowas. Mir geht es besser. Cardiff meinte, du hättest einen Job für mich. Also, du suchst also einen speziellen Job, okay? Aber es läuft nach meinen Regeln, verstanden? Was soll das heißen? Das heißt, du tust das, was ich sage und kriegst ein Drittel vom Gewinn. Wenn dir das nicht gefällt, dann gibt's auch keinen Job. Hm. Das weiß doch inzwischen jeder. Alles klar, du bist der Boss. Gut, dann sag mir Bescheid, wenn du bereit bist, einen Haufen Gold einzustreichen. Okay, was ist dein Plan? Du kennst doch den Händler Baltram, oder? Falls nicht, wird es Zeit, dass du mal mit ihm redest. Dieser Baltram hat einen Boten, der ihn mit Waren von Arkils Hof versorgt. Das heißt, er hatte einen Boten, denn ich habe ihm die Kehle durchgeschnitten. Und Baltram muss jetzt einen neuen einstellen. Das wirst du sein. Dein Job ist es, dich von Baltram einstellen zu lassen und die Lieferung von Arkil abzuholen. Die bringst du mir und ich verkaufe sie dann an einen interessierten Kunden. Der lässt ein hübsches Sümmchen dafür springen. Und versuch bloß nicht, den Kram selbst zu verkaufen. Hast du alles verstanden? Ja, schon. Wie hoch wird der Gewinn sein? Kann ich nicht genau sagen, aber ich schätze mal 400 Goldstücke. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Alles klar, kann losgehen. Gut, dann mach dich auf den Weg. Aber wenn du versuchst, mich reinzulegen, bist du bald so tot wie der Bote. Vergiss das nicht. Hm. Ich möchte gerne noch ein bisschen kämpfen üben. Jetzt. Na mach schon! Immer feste drauf! Immer feste drauf! Immer feste drauf! Na mach schon! Immer feste drauf! Ich krieg das noch nicht so richtig hin. Das fällt mir echt schwer, dieses merkwürdige Zurücklaufen dabei. Deshalb muss ich das üben, bis es halt mal wirklich wichtig ist. Den Bogen noch nicht so ganz raus. Jetzt! Das weiß doch inzwischen jeder. Na mach schon! Na mach schon! Man nennt sich das an. Na mach schon! Gar nicht so übel. Ja, wa? Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Gar nicht so übel, sehe ich auch so. Das ist schon mal meiner. Und das ist auch meins. So, dann bist du gleich der Nächste. Das nächste Mal werden wir ja sehen. Na mach schon! Das war wieder so knapp. Aber ich glaube, ich hab's langsam. Aber ich find's immer noch total merkwürdig. Jetzt geht's! Na mach schon! Das hab ich schon gesagt. Hä? Wo bist du denn hin? Na mach schon! Na mach schon! Na mach schon!